Heyo, meine Lieben. Heute gibt's Lasagne aus dem Dutch Oven. Und zwar aus der K4-Form, ist ja auch ein Dutch Oven. Und ja, das Einzige, was ich von der Lasagne weiß, ist, dass sie geschichtet ist, dass eine Bechamelsoße, ja, so heißt sie, glaube ich, rein muss, eine Hackfleischsoße gemacht wird und ja, ansonsten habe ich davon eine Ahnung wie eine Sau vom Fliegen, von einer richtigen Lasagne, und deswegen wird uns die heute mein Schatz zubereiten, in die K4-Form reinschichten, und danach werde ich wieder übernehmen und werde sie draußen auf dem Grill rausbacken oder wie man da auch immer dazu sagt. Ja, dann werden wir mal rübergehen. Ob wir da so eine Übersicht haben, wie, so wie es ich immer mache, keine Ahnung. Heute ist Schatz mal wieder Küchenchefin. Dann gehen wir über. So, dann wären wir bei der kleinen, aber gehaltvollen Übersicht, sage ich einmal. Schatz, was machst du da? Das ist das für Bechamel. Milch, Mehl, Muskatnuss. Okay. Pass auf, dass die Milch nicht runterfliegt. Stell sie nebenhin. Also das ist für Bechamel. Okay. Weiter, was haben wir sonst noch alles? Ein knappes Kilo Hackfleisch, 2 Drittel Rind, 1 Drittel Schwein. Also Rind, Schwein, Hackfleisch. Karotte, Lauch, Zwiebel, Lasagneblätter, stückige Tomaten, Salz und Pfeffer. Und ein Weißwein unter Olivenöl zum Für was brauchst du den Kugelschreiber da hinten? Die Augen auszustellen. Oje, oje. Also Kugelschreiber war nur so da gelegen. Gut, dann haben wir hier alles. Wo geht's, wie oder wie geht's weiter? Jetzt verhäckseln wir mal das Neue da drinnen noch. Also Gemüse schnibbeln und ja, nach dem Gemüse schnibbeln sehen wir uns wieder. Wird das kleine Moped das alles packen? Na, ich bin ja mal gespannt. Tja, das wäre dann der Thermomix für Arme. Aber wie man sieht, alles kurz und klein. Also Leute, es kommt nachher noch im Einsatz der Thermi für die Bechamelsoße und natürlich hier jetzt herin eine Bratpfanne, um das Zeug vorzubrutzeln. Aber das sehen wir jetzt gleich. Soeben ist Schatz noch am Springen, weil die hat bei der Übersicht nämlich den Käse vergessen. Scheppert da so. Hallo, lebst du noch? Ah ja, geben Sie mal her. Was haben wir hier? Einen Parmesan. Und was haben wir noch? Ein Emmentaler. Ich mag immer ein bisschen mehr Käse. An Emmentaler angeriebenen. Da haben wir. Jawohl. Bisschen anders das Video dieses Mal, aber. Egal, jetzt schauen wir zur Pfanne rüber. So, Schatz kann natürlich nicht warten, bis ich die Cam wieder aufgebaut habe. Kennen wir ja schon. Gut, erzähl uns was dazu. Also wir brutzeln das jetzt an, dass der schöne Röstaromen hat. Und danach? Und danach? Kommt das Gemüse rein. Das kommt dann irgendwann rein, wenn das schon... Okay, dann warten wir jetzt, bis wir unsere Röstaromen haben und gucken wir mal, ja, wie sie... hier werden. Sind das die Röstaromen, die du wolltest? Nein, noch nicht. Die kriege ich jetzt den Rest, weil meine Gemüse braucht ja auch noch. Okay. Also das Gemüse ein bisschen rein und dann weiter brutzeln lassen, oder? Ja. Alles klar. So. So, mit gut 100 ml Wein löschen wir das jetzt ab. Eine Dose Tomaten. Und eine 1/2 Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Pfeffer. Lieber ein bisschen weniger.
So. Deckel drauf einkochen lassen. So 20 Minuten. Machst du Kontrolle? Ja. Sieht's gut aus? Ja. Gefällt's dir? Mir schon. Ja, wunderbar. Weil ich weiß ja auch, wie sie schmeckt. Leute, vorher habe ich noch geschwindelt bei der Lasagne. Was ich noch ganz gut kann bei der Lasagne, sehr aufessen. Mhm. Das war jetzt aber nicht ganz ein Liter, gell? Doch. Nein, weil der Schluck ist in meiner Tasse gelandet. Wieso das? Weil weiß ich, dass du einen kompletten Liter brauchst. Ja, deswegen habe ich sie hergestellt. Dann hol ich bitte eine frische Milch. Ich hol dir noch eine. Das weiß doch ich nicht, dass man da einen kompletten Liter Milch braucht dafür. Also, das Rezept für die Bechamelsoße ist auch im Thermi hinterlegt. Also, wirklich ein geiles Gerät. Butter. Eine Butter für die Mutter. Also für alle zum Mitschreiben. Ein Backerl. Milch. Ein Päckchen Milch. Dann 80 Gramm Butter. Also das kann man natürlich jetzt auch im Topf machen. Selbstverständlich. Da müsst ihr halt dann selber rühren, wie verrückt. Ja, dass euch das da nicht anbrennt. Und 100 Gramm Mehl. Ist das alles, was da reinkommt in die Bechamelsoße? Und noch ein bisschen, Muskatnuss. Und das ist immer so lecker? Ja. Das muss ja auch lecker sein. Mit der Milch. Ein Haufen Butter. Butter ist ja Fett, ist ja Geschmacksträger. Also Leute, das ist wirklich das erste Mal, dass ich jetzt auch daneben stehe mit der Bechamelsoße. Ein Teelöffel Salz. Oder auch bloß so ein Schwung. Und dann nur Muskatnuss und das war's dann. Tja, und dann würde ich mal sagen, den Rest macht der Thermi automatisch. Für alle anderen, was kann man da sagen? Aufkochen lassen, rühren, ja. Oder? Ja. Rühren, bis das halt aufkocht, dann ist es nämlich schön dick. Schalt mal ein bisschen runter, weil der Butter so groß ist, bis der geschmolzen ist und dann kann man höher drehen. Alles klar. Dann ja. Geht's dann weiter, wenn die Bechamel fertig ist, füllen wir sie. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit draußen schon den Gasgrill vorbereitet. Jawohl, wir machen das heute auf dem Gasgrill. Den entkoppelt mit den IKEA-Haltern und einer IKEA-Schale. Also, dass es ein bisschen höher steht nachher, die K4-Form. Ja, und das sehen wir dann, wenn wir nachher hinausgehen. Aber jetzt warten wir, bis das Zeug fertig ist und die Form gefüllt wird. Oh, Schatz, ist schon wieder viel schneller als ich mit der Kameraeinstellung. Wenn du schon weißt, dass du langsam bist, warum bist du dann nicht schneller? Weil du einfach anfängst und mir gar keine Gelegenheit dazu lässt immer. Ich hab das gesagt, wenn ich jetzt vorkomme, fülle ich. Na super. Also, und nachher ein bisschen Soße. Ich dreh durch. Unten rein ein bisschen Soße. Und dann hauen wir Lasagneblätter drauf. So. Und dann machen wir Soße. Soße. Bechamel. So sieht man es gar nicht. Na, jetzt sieht man wieder was. Ja, so ist schön. Machst du da immer gleich einen Liter Bechamelsoße? Ja, wenn wir die brauchen. Okay.
Also wer will, kann sich natürlich die Lasagneblätter auch noch selber machen, aber das ist dann für die Leute, wo richtig viel Zeit haben. Bei wie viel Grad in etwa soll ich die nachher auf den Grill wuchten? Ja, so bei 180. Jo. So halbe Stunde, gute halbe Stunde. Na, schauen wir mal, ob das der Gasgrill packt. Füll du einmal. Ich lasse die Cam weiterlaufen und gehe derweil kurz hinaus zum Anfeuern vom Gasgrill. So. Wir füllen nicht ganz bis nach oben, weil die Nudelblätter noch aufgehen. Wieder da. Und nachdem wir sogar mit Käse essen. Ja, solange geschmolzen ist. Hauen wir dann noch ein bisschen den Emmentaler drauf. Und als Finale. Einen gehobelten Parmesan. Tja, Leute, dann gehen wir raus. So Leute, auf ja, etwas über 150 Grad sind wir schon. Ich glaube, das kommt gut hin mit den Temperaturen. Und wie gesagt, ich habe das Ganze entkoppelt ein bisschen. Deckel zu. Okay. Ich habe gerade gemeint, da hätte was gestriffen. Aber das kann auch ganz gewaltig. Hä? Ja, egal. Okay, dann sehen wir uns in einer halben Stunde hier wieder und da gucken wir mal rein, wie es aussieht. Leute, ich sag's euch, wer Frauen hat, braucht keine Feinde. Jetzt muss ich überlegen. Das wird nicht ganz hinhauen. Doch, das könnte hinhauen. Mann, ich dreh durch hier. Ich dreh echt durch. Weg. Ein bisschen vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mecker, 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 mecker. Ja, ja, mecker, 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 mecker. Mecker, mecker. Stell's da hier drauf. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das war nämlich jetzt noch der Rest und jetzt hoffe ich, dass das zugeht. Da geht es zu. Ja, gut. Hast Glück gehabt, mein Schatz. Nicht ganz. Der ist zu. Nee, der ist nicht ganz zu. Ach nee, da fehlt der Gummibobbel. Ja, das wird schon funktionieren. So, Freunde, wir sind hier sogar auf etwas über 200 Grad gekommen. 220. Und jetzt gucken wir ganz einfach mal nach. Oh, das sieht gut aus. Das sieht einmal sehr gut aus. Und jetzt gucken wir hier auch einmal rein. Ja, ich würde mal sagen, fertig. Dann bringe ich das Ganze rein und dann sehen wir uns drinnen wieder. Nimm, nimm, nimm. Ja. Lass mal alles ausmachen. Und dann nehme ich es und gehe rein. So, dann wären wir soweit. Und ich bin ja jetzt gespannt nach dem Unterschied. Ich glaube, der Grill war fast ein bisschen zu heiß. Der Unterschied zwischen geschlossener K4-Form und offener, wie nennt man so eine Schale hier? Hallo? Weiß ich nicht. Ja, so eine offene also Schale halt. Ich hoffe bloß, dass wir das jetzt ordentlich rausbringen, dass das nicht ausschaut, wie wenn der Bus drüber gefahren wird.
Hui. Richtig geil rausgekommen. Pat, Leute, dann mache ich doch gleich einmal ein Probiererle da drüben von dem Teil. Dazu werde ich mal gleich noch einen leckeren Salat auf den Teller wuchten. So, dann wollen wir mal probieren. Heiß. Immer noch, obwohl wir es ein bisschen haben auskühlen lassen. Und was soll ich sagen? Für mich persönlich noch ein klitzekleines bisschen Salz drüber und die perfekte Lasagne. Das Ganze mit einem richtig guten Salat, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Tja, dann kommen wir doch noch zum schnellen Fazit. Also mir schmeckt die Lasagne oder hat die Lasagne bis jetzt immer geschmeckt, wo mein Schatz gemacht hat. So heute natürlich auch wieder. Ihr habt es jetzt gesehen, wie wir unsere Lasagne machen, ob man die jetzt im Backofen, in der Dutch-Ofen-Form, in der offenen Schüssel, im Gasgrill macht. Es kommt alles aufs selbe drauf raus, haben wir heute festgestellt. Schatz, was sagst du dazu? Die war lecker wie immer. Ja, eben, sage ich doch. Patricia? Mamas Essen schmeckt immer. Okay. Ja, Leute, jetzt wisst ihr, wie wir unsere Lasagne machen. Wenn ihr sie nachmachen wollt, bitteschön. Wir überlegen uns wieder was fürs nächste Mal. Und bis dahin, hasta la vista. Und tschüss. Däumchen nach oben nicht vergessen, wohlwollenden Kommentar und das Übliche. Hasta la vista wollte ich, glaube ich, nochmal sagen. Naja.